Wow! Seid ihr verrückt? Herzlich willkommen erstmal zu meinem 100-Abonnenten-Special. Ey, ich hätte das nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht in wirklich so kurzer Zeit. Guck so eines Tages morgens in meine Mails und sehe natürlich ein paar neue Abonnenten, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und dann plötzlich, wow, 100 Abonnenten, sensationell. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich sagen soll. Außer erstmal natürlich vielen, vielen Dank. Das natürlich als allererstes, ohne euch wäre das ja alles überhaupt nicht möglich. Und zum Zweiten freue ich mich natürlich total, dass das, was ich mache, offensichtlich gut bei euch ankommt und ihr Lust habt, mir zuzuschauen. Das freut mich total. Und deswegen habe ich mir als kleines Dankeschön sozusagen eine Kleinigkeit für euch einfallen lassen. Und zwar spiele ich heute ein ganz spezielles Spiel. Ich würde mal sagen, man kann es fast als eine Art Let's Try sehen. Ist aber wirklich ein cooles Spiel, habe ich früher außerordentlich gerne gespielt und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch nochmals ganz viel Spaß mit dem nun folgenden Game, dessen Name ich jetzt aber mal noch nicht verrate, die Spannung soll oben bleiben. Und was bleibt mir nur noch zu sagen, ja, bleibt mir auf jeden Fall treu, ihr werdet es nicht bereuen. Sagt es weiter, wenn es euch gefällt, dass wir noch weiter wachsen können. Und nochmals vielen, vielen Dank für 100 Abos. Euer Peter Poschlitz. Welcome. Hallo und grüß Gott. Peter Poschlitz, welcome back. Und zwar möchte ich mich mit diesem super genialen Spiel bei euch nochmals ganz herzlich bedanken. Bei euch, meinen Fans, Zuschauern und vor allen Dingen den Abonnenten, die mittlerweile sogar die 100-Marke gesprengt, also die 100er-Marke gesprengt haben. Woohoo! Vielen, vielen Dank und zum Dank spiele ich heute ein Spiel, das ihr vielleicht sogar kennt. Der ja geneigte Half-Life-Nutzer wird das Spiel mit Sicherheit schon mal gesehen haben. Es ist ursprünglich mal ein Mod gewesen. Mittlerweile ist es sogar ein Standalone-Spiel. Es ist aber alt. Also, falls ihr jetzt gerade eure GameStar rausholt, um danach zu blättern, vergisst es, da steht's nicht mehr drin. Aber es ist natürlich eine Tatsache, die Zuschauer von mir wissen es. Mein PC ist auch alt. Deswegen kann ich leider nicht mehr die neuesten Spiele spielen. Oder ich könnte es, aber dann habt ihr ein Daumenkino. Deswegen spiele ich lieber die Spiele, die auf meinem PC laufen, die vor allen Dingen auch Spaß machen. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe immer noch Husten, wie ihr hört. The Ship. Was ist The Ship? Für die, die es nicht kennen, The Ship ist ein interessantes Spiel, bei dem ihr letztendlich auf einem Schiff seid. Wow, wer hätte das gedacht? Ihr seid auf einem Schiff mit vielen anderen Passagieren. Die Aufgabe daran besteht, einen Passagier, den ihr namentlich angezeigt bekommt, zu ermorden. Das könnte mit allerlei interessanten Waffen passieren. Kurz Moment, während ich weiterzähle, muss ich schnell ein bisschen rumstellen. Also ihr könnt den Passagier, den ihr morden müsst, mit allerlei Möglichkeiten ermorden. Waffen, es gibt Äxte, es gibt Scheren, was der Geier, was es alles gibt. Und vor allen Dingen müsst ihr das Ganze, ja, ich sag mal, unentdeckt machen. Ne? Also ihr dürft euren Passagier nicht morden oder ermorden, wenn ihr beobachtet werdet. Denn sonst wandert ihr in das schiffseigene Gefängnis. Für die Art und Weise, wie ihr mordet, hier seht ihr zum Beispiel schon welche, grüß Gott. Man kann mit den Leuten auch reden, wenn sie reden wollen. Aber du musst mit den Leuten reden, weil das ist eine weitere wichtige Komponente in diesem Spiel. Für die DayZ-Spieler, ihr werdet es mit Sicherheit kennen. Ich bin jetzt übrigens nur Passagier, damit ich erstmal noch keine Aufgabe habe, während ich noch am Erklären bin.
für die DayZ-Spieler. Da geht's schon los. Seht ihr? Da ist jemand schon gemordet worden. Der hier hat die ermordet. Ohne Zeugen. Ich hab's nicht gesehen, weil ich mit dem Rücken dazu stand. Ich komme aus dem Konzept. Nochmal. Also, ihr müsst in dem Spiel auch essen, trinken, soziale Kontakte pflegen, schlafen. Ganz wichtig. Weil ansonsten werdet ihr ebenfalls sterben. Bevor ich mich jetzt auch gleich in die Reihe der Gejagten und der Jäger einreihen werde, noch ganz kurz, was ihr hier im Display seht. Das Allerwichtigste ist das Auge unten rechts. Das Auge ist ganz wichtig, weil das Auge verrät euch, ob ihr gerade gesehen werdet oder nicht, wenn da drin schon wieder eine Leiche lag. Werdet ihr gesehen und mordet, klar, dann ab ins Gefängnis und es gibt kein Geld. Werdet ihr nicht gesehen, ist es gut, dann zählt das Ganze. Dann kommt es natürlich darauf an, wie kreativ ihr gemordet habt, denn danach bemessen sich eure Punkte. So, was ist noch wichtig? Wichtig ist noch dieses kleine Symbol neben dem Auge. Okay, jetzt habe ich mich mit... Ich bin übrigens eine Frau, wie ich gerade feststelle. Gut, das Symbol neben dem Auge ist wichtig, weil das symbolisiert auch in welcher Art und Weise wir gerade beobachtet werden. Jetzt zum Beispiel werde ich nicht beobachtet, weil die Kamera, die hier oben seht, zeigt, woanders sind. Jetzt bin ich wieder im Radius und daneben seht ihr eben in dem Bild, auf welche Art und Weise wir beobachtet werden. Ganz oben links, noch schnell, solange es nicht von meinem Logo abgedeckt wird, mein Gesicht, mein Name, wo ich mich gerade aufhalte, wie viel Bargeld ich mit mir rumtrage, das kann übrigens mir gestohlen werden, sollte ich gemordet werden, und wie viel Kohle ich noch auf der Bank habe. Alles klar? Okay, dann würde ich doch mal sagen, wir legen jetzt mal richtig los. Ich muss Tab drücken. So. Jetzt werde ich auch Jäger. Jetzt muss ich noch warten, bis diese Runde zu Ende geht. Und dann kann ich ebenfalls loslegen. So, cool bei dem Spiel ist vor allen Dingen auch die Tatsache, dass erstmal natürlich schöne altertümliche Musik im Hintergrund läuft. Das ist mal ganz nett. Aber ich natürlich jetzt hier auch diese Sachen mitnehmen kann. Die Axt zum Beispiel. Die lege ich jetzt mir in mein Inventar. So. Das heißt, jetzt habe ich eine Axt. Wenn ich die jetzt natürlich zücken würde, jetzt würde es wieder gehen. Ah, okay, du heißt Eloise Kettel. Die Namen werden noch sehr, sehr wichtig. So, in dieser Runde bin ich soweit ich... Oh, siehst du, sie hat ein Ding gezückt. Das heißt, jetzt hat sie es wieder eingesteckt, weil die Kamera ist. Jetzt zückt sie es wieder. Die hat es auf irgendjemanden abgesehen. Ich weiß nur nicht auf wen. Ich glaube aber nicht auf mich, weil wie gesagt... Diese Runde bin ich ja noch nicht dabei. So. Ihr seht den grünen Balken, der sich so langsam füllt unten rechts. Wenn dieser Balken voll ist, geht es los. So, diesen Koffer kann ich auch öffnen. Das heißt, hier ist auch Kleidung für mich drin. Ein Buch. Nehme ich jetzt mal mit. Kleidung ist jetzt erstmal wichtig. Kleidung wird dann wichtig, für die, die es nicht kennen, wenn das Spiel am Laufen ist. Weil durch das Wechseln der Kleidung bin ich in der Lage, natürlich ein anderes Aussehen anzunehmen. Und das wiederum hat dann den Vorteil, dass derjenige, der dann mich sucht... Oh, hier darf ich nicht rein, deswegen dieses Ticken. Derjenige, der dann mich sucht, Schwierigkeiten hat, mich zu identifizieren. Also seht, das ist durchaus auch mit einer gewissen Portion Taktik verbunden, das Spiel. Jetzt geht's übrigens gleich los. Durstig, ich bin durstig. Das heißt, ab ins Restaurant. So, jetzt kann ich essen. Ihr seht's, Hunger und Durst werden kleiner, dafür wird Kacken und Duschen größer. Auch das muss man in dem Spiel. Jetzt sollte ich mich aber beeilen, weil jetzt geht's jeden Moment los. So. Unten seht ihr jetzt, wen ich töten muss.
Janie E. Mattix, das Bernsteinzimmer auf Deck A. Das heißt, ich muss jetzt aufs Bernsteinzimmer. So, dann wollen wir mal hin. Das Bernsteinzimmer, Deck A. Okay, da sind wir jetzt. Hier wurde sie zuletzt gesehen. Janie E. Mattix. Wie ihr seht, ist sie aber schon längst wieder weg. Das heißt, jetzt muss ich gucken, wo könnte sie sein. Ich muss übrigens jetzt nebenbei höllisch aufpassen. Fuck. Ich hab's gesagt, höllisch aufpassen. Weil auch mein Mörder ist irgendwo unterwegs. Scheißdreck. Fuck. Jetzt heiße ich Hyman Noguera. Ah, fuck, schack, ey. Okay, aber ihr habt gesehen, so ist das Prinzip. Ein Katana-Schwert ist hier dabei. Das nehmen wir doch mal mit. So. Jetzt muss ich mal testen. Ah gut, mit dem Mausknopf könnte ich im Falle eines Falles tätig werden. Gut, also. Erste Runde ging schon mal voll in die Hose. Aber ihr habt jetzt verstanden, wie es geht. Ist da was drin? Schraubenzieher. Baseballschläger und noch was anderes. Ja, weil zücken und so. Wenn ich die jetzt übrigens einfach so umbringen würde, dann habe ich das Problem, dann kriege ich Punkte abgezogen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werden wir sie auch in Frieden lassen. So, hier kann ich mich mit Cash versorgen. Von der Bank. Ich habe nämlich nur noch $250. Ich glaube, ich hole mir mal was. So. Oh Mann. Ja, so $100 habe ich jetzt geholt. Hier in dem Night Safe kann ich übrigens Geld wieder auf die Bank bringen. So, jetzt geht gleich eine neue Runde los. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Shipmate One war der Beste. Mit dem Revolver, ey, krass. Ja, sowas findet man halt nur, wenn man hier in den Kisten rumwühlt, ne? So, wer ist mein Opfer? Lloyd Pale. Kabine 2. Klasse 5, Deck A. So, die rennt schon wieder so verdächtig. Ich renne auch mal, weil das könnte ja... Ich glaube, die muss mich killen. Deswegen flüchte ich jetzt ganz, ganz dringend. Habt ihr das gesehen? Verfolgt die mich? Ja, da komme ich gar nicht zum Killen. Lloyd Pale, Korridor, Deck A. Bin ich im vorderen Foyer. Ich flüchte. Ich muss nach einer Frau im kleinen Rock suchen. Aber vielleicht schnell die Tür zumachen. Kann ich mich hier drin umziehen? Oh ja. Inventar. So. Jetzt habe ich mich umgezogen. Und hoffe dadurch nicht sofort aufzufallen. Ich muss immer noch ins Bernsteinzimmer, Deck A. So. Jetzt bin ich im Bernsteinzimmer, Deck A. Wer bist du? Jamie Mattix. Du bist nicht mein Opfer. Aber hieß die nicht vorhin... Hör auf zu rennen, ey. Du hast mir Angst. Hast du ein Geheimnis? Leslie Patron, ich kann dich sehen. Versuch es gar nicht. Hier sind überall Kameras. Und du warst Jamie Mattix. Ich muss immer noch Lloyd Pale finden. Ist das hier Lloyd Pale? Lloyd Pale. Du bist mein Opfer. Nur leider kann ich nicht dich umbringen, weil hier sind zu viele Zeugen. Bisschen quatschen, das ist immer gut, um die Gesundheit zu erhöhen. So, genug gequatscht. Lloyd Pale ist geflüchtet. Scheißdreck. Lloyd Pale, komm her. Ah. Hallo? Bist du nochmal Lloyd? Hattest du was dagegen? Ja! Tot bist du, Lloyd Pale. Jetzt bediene ich mich an deinem Anzug. Und an deiner Augenklappe. Weil ich bin immer noch gejagt. Möchte ich nur noch mal erwähnt haben. Ne? Ich werde noch gejagt. Ah, übrigens, nur zu eurer Information. Ich könnte jetzt eigentlich die ganze Zeit mich auch hier aufhalten, wenn ich da durchkommen würde. Scheißdreck, sorry. Aber hier bin ich safe. Bis zur nächsten Runde.
Wenn ich jetzt aber herausfinde, wer mich killt, nur nochmal als ganz kleiner Tipp für euch. Wenn ich jetzt herausfinde, wer mich killen muss, zum Beispiel, weil ein missglückter Angriff durchgeführt wird, und ich kille dann wiederum die Person, dann kriege ich nochmal extra Zaster. Und du bist immer noch verdächtig, Janie Mattix. Du bist verdächtig. Aber ich kann im Moment nicht ganz lokalisieren, wer mich killen möchte. Man muss immer auf der Hut sein. Jetzt werde ich erstmal hier ein paar Business-Dinge erledigen. Jetzt ist es natürlich brandgefährlich, weil auch beim Pipi-Machen kann man erschossen werden. Hände waschen, ganz wichtig. Peter Broschlitz, die bestbezahlte Tötung der letzten Runde. Yeah. Und Hyäne mit dem tollen grünen Blatt. Hyäne ist wichtig. So. Carrie Gorr. Das Bernsteinzimmer, Deck B. So. Musst du mich töten? Du musst mich töten. Ja, du musst mich töten. Aber ich bin erwischt worden. Scheißdreck. Besitzer der tödlichen Waffe. Wie lang? 52 Sekunden muss ich ins Gefängnis. Scheißdreck. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe mein Opfer sogar noch erwischt oder gesehen. Aber irgendjemand hat mich erwischt. Ich glaube, ich war zu stürmisch. Ich habe nur noch 90 Sekunden, um mein Opfer zu töten. Und davon hänge ich noch 52 Sekunden im Knast rum. Scheißdreck. Aber ich kann die Wartezeit nutzen, um mal zu prüfen, ob es vielleicht hier auch irgendwas gibt. Aber hier gibt es nur Jesuitenbücher. Hier gibt es nur leere Tabletts. Ah, nee, doch nicht. Ich kann hier irgendwas essen. Das wollen wir doch mal gerne tun. Jetzt habe ich noch 60 Sekunden, um Carrie Gurr zu töten. Also, das könnte knapp werden. Gut. Also, ich bin wieder frei. Aber natürlich mittlerweile ohne Bewaffnung und ohne Geld. Also zumindest was Bargeld angeht. Sick Bay. No. Ja. Mhm. Jetzt hör auf zu quatschen. Wo war sie denn zuletzt? Bernsteinzimmer Deck A. Okay, also ich gehe mal in diese Richtung, wohl wissend, dass ich absolut unbewaffnet bin. Gut, das ändert sich jetzt. Zack. So, Bernsteinzimmer Deck A. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Okay, das gibt mir die Gelegenheit, kurz... Da ist wieder diese Honktante. Das gibt mir die Gelegenheit, kurz... Oh, Zunder, ey. Scheißdreck, geht schon wieder los. So, wen muss ich töten? Flossie Duken. Flossie Duken sitzt im Gefängnis. Das ist super, weil jetzt weiß ich, wo ich hin muss, um sie quasi einfach nur noch abzuholen. So, also, jetzt gehe ich nochmal wieder hin. Ich hoffe, dass ich die grobe Richtung noch drauf habe. Hier, glaube ich, bin ich auch hergekommen. Staff only. Sick Bay, genau. Und hier ist das Gefängnis. Hier gibt es sogar grünes Auge. Das freut mich. Na, Flossie Duken, da bist du. Flossie Duken. Oder wer bist du? Gary Kurr? Du wirkst verdächtig. Was machst du hier? Sie ist erwischt. Gut. Flossie Duken. Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Gewonnen! Was hat sie für mich Tolles? Nichts. Okay, egal. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Und ich glaube, die jetzt im Gefängnis hockt, das war diejenige,
die mich killen müsste. Da hockt immer noch einer. Flossie Duken. Naja, das ist immer natürlich dann praktisch, wenn ich weiß, wo meine Gegner sind, weil Gefängnis, da gibt es so einen Platz, und das Coole ist, da können sie auch nicht von flüchten. Insofern Glück für mich, Pech für sie. Du hast verdächtige Züge. Also das Spiel ist echt knorkig. Das kann ich nur immer mal wiederholen. Während der kurzen Wartezeit können wir nochmal schön kacken. So. Hände waschen nicht vergessen. Hyäne muss sein. So viel Zeit muss sein, sag ich immer. Jetzt könnte ich meinen Geldautomat benötigen. Warum rennst du so? Du bist... Renn nicht so, das ist verdächtig. Mitchell Mason. So. Holen wir nochmal 150. Das sollte reichen. So. 150 von der Bank. Und jetzt fängt eine neue Runde an. Hier sind mir eindeutig zu viele gesellt. Ich muss mich in einer sicheren Position wiegen. Hier gibt es so Bücher. Langweilig. So. Jetzt ist mein Opfer Janie... Janie Mattix. Die kickste mich doch schon die ganze Zeit an. Das war die im grünen Kleid. Wo ist sie? Vorderes Foyer Dick A. Hier sind so viele Hugo Weghards. Du bist extrem verdächtig, Mitchell Mason. Scheiße! Fuck! Fuckily fuck, fuck, fuck! Ah! Ich kotz noch ab. Leck mich am Poritz. Jetzt hänge ich hier schon wieder in dem Fuckhaus-Gefängnis rum. Oh, servus, Leslie Patron. Leistest du mir wegen Gesellschaft? Du sitzt aber doch schon ganz schön lange hier, oder? Oder täusche ich mich da? So. Okay, und wir fangen von Neuem an. Indem wir uns eine Axt schnappen. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Axt. Okay. Shipmate 1 wurde auf Bewährung entlassen. Ich muss immer noch Janie Schlag mich tot. Deck A ist sie. Ne, du bist K. Garigur. Deck A, Klo. Wo ist hier das Klo? Hier ist nur Staff Only. Das ist Dusche. Ich muss mich ein wenig beeilen. Hallo. Bleib mal da. Zack. Das war's. Das nehme ich mal an mich und das auch. Oh, ich habe Lesebedarf. Kommt auch nicht alle Tage vor. Dann wollen wir uns mal hier weg einsperren. Und lesen mal. So, jetzt habe ich geschlossene Türen. Das heißt, augenscheinlich bin ich safe. Kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. So. Durst habe ich. Habe ich Getränke? Ups. Habe ich was? Oh, mal gucken hier. Nein, natürlich no drinks. Das heißt, ich muss in ein Restaurant. Und das, obwohl hier so viel Betrieb herrscht. Und jetzt auch gleich noch eine neue Runde. Wo? Ich habe eine Idee. Tag auch. Vielleicht kann mir der hier ja auch was zu trinken verschaffen. Is there anything I can get you? Is there anything I can get you? $10! Leck mir, Morsch. Ich stellte gerade fest, dass ich no Zaster habe. Peter Poschlitz, $100 gab's nur, ey. Leck mir, Morsch. Also, das heißt auf Deutsch, kreativloser geht's nicht. Ich brauch... Ah, hier, Geld. Okay, ich muss Leslie Patron. Den kenne ich doch noch.
Leslie, du bist mein Nächster. Doch, du hast noch ein paar Minuten Gnadenfrist, denn ich muss erst mich stärken und meinen Durst stillen. Einer geht noch. So, Korridordeck B zuletzt gesichtet. Wo wollen wir da hin? Wer bist du? Du bist, glaube ich, zu finster. Der war in Deck B. So, ich bin jetzt auch in Deck B. Ray Holmes. Offensichtlich. Hugo Weglarz. Immer noch Korridor Deck B. Also das heißt, der muss hier in der Nähe sein. Wer bist du? Mitchell Mason. Und wer läuft da drinnen? Leslie Patro. Ja. Und erledigt. Und schnell weg. Du bist Terry Ung. Terry Ung, I feel for you. Hier kann ich sehen, dass ich im Moment sogar führe. Oh, hier komme ich hoch. Dann kann ich jetzt hier über die Stange laufen. Gehen wir mal da rein. Mal hier ein bisschen rumgucken. Hier war ich auch noch nicht. Der Captain. Tag auf. Ja, ja, ja. Oh, no, no, no. Aber hier darf ich offiziell gar nicht sein. Deswegen muss ich schnell wieder gehen. Weil wenn ich in einem Bereich bin, wo Staff Oldie steht und ich werde entdeckt, beginnt eine Zeit zu ticken, während hier ein Hammer liegt, den ich mir freundlicherweise aneignen werde. Terry Ung, du bist verdächtig. So, jetzt sehe ich aber ein ganz großes Problem. Ich habe ein Bedürfnis nach Sterben. Scheißdreck. Fick, fuck, fuck. Flicken, ficken, icken. Kicken, ficken, wicken, wicken, wack, wucken, wacken. Wicken, wicken, wocken. Scheiße. Ach komm, eine Runde machen wir jetzt noch. Eine Runde machen wir jetzt noch. So. Wer ist mein nächstes Opfer? Eine Runde noch. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Habe ich wieder zu spät reagiert. Komm her. Wer ist Ray Holmes? Gut, das sollte doch ein leichtes Spiel für mich werden. Ray, oh Ray. Dein Bewährungshelfer kommt dich abholen. Speisesaal des Schiffsgefängnisses. Guten Tag. Ich heiße übrigens Joyce E. Fessler. Good. Ray Holmes. Da ist er. Heißt weg. Hallo, Ray. Erledigt. Perfektus. Ich habe 0 Dollar aufgehoben. Wow. Hier darf ich nicht rein. Jetzt tickt die Zeit. So, jetzt bin ich wieder draußen. Hier sind... Oh, hier ist der verrückte Professor. Mit dem unterhalte ich mich jetzt, um die Zeit totzuschlagen, weil ich glaube, da draußen hat mich jemand verfolgt. Erinnert mich von der Stimme her ein bisschen wie an die Sims. Ich nehme Platz. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Sensationell. Türe auf. Schauen ist die Luft rein. Ja. Du bist verdächtig. Machst du Luftkacken? Haha, er ist erwischt. Jetzt kann ich mit dem Dr. Goldberg sprechen. Hier sind, glaube ich, Psychoärzte angesiedelt. Was magst du da? Carrie Gurr? Irgendwie ist das mir wegen suspekt. Ich mach mal zu. Das ist mir zu suspekt da drin. Geschafft! Shipmate war trotzdem besser als ich. Sehr schön.
Na gut, dann wollte ich mal sagen, schließen wir damit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen an dem Spiel gefunden. Ist für zwischendurch... Ich weiß nicht, ob das jetzt angekommen ist. Ich habe aus Versehen ganz beendet und dann war Fraps plötzlich auch noch weg. Für zwischendurch mit Sicherheit cooles Spiel, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Dieses Spiel mag ich sehr, deswegen habe ich es euch jetzt gezeigt. Ich hoffe, dass ihr mir auch weiterhin treu bleibt, wenn ich Daisy, Stalker und die ganzen Simulatoren-Specials spiele. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir, viel Spaß generell und bleibt mir treu. Bis bald, Sayonara, euer Peter Poschle.